Mein lieber Hörer, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, wo ich das letzte Video hochgeladen habe. Wer ganz, ganz aufmerksam war, der hat auch schon so ein bisschen Hinweise erkannt, warum und was das soll und was hier passiert. Es wurde hochgeladen am 1.2.2021 und hieß Zimmer 1512. Es ist eine 5 da drinne. Steht für Hand, für Lebendigkeit, für Möglichkeiten. Und ansonsten nur Einser und Zweier. These, Antithese, hin und her. Eins und zwei. Verzweiflung. Also das ist das große Spektakel, was ja in deiner Welt draußen abläuft. Ich habe es schon ganz oft angesprochen. Diese Zerrissenheit zwischen dem, was du gelernt hast und dem, was du entdeckt hast von dir selber aus. Also diese Hin- und Hergerissenheit zwischen dem, was man standardmäßig beigebracht bekommen hat und dem, was in dir sagt, irgendwas stimmt doch daran nicht. Dazu gibt es auch im Folgenden noch ein Audio, wo dann näher drauf eingegangen wird. Also, es sind genau 215 Tage her, wo das letzte Video hochgeladen wurde. Und das mag ein Zufall sein, dass 215 in der Quersumme 8 ergibt. Weil ab jetzt kannst du wieder Achtsamkeit üben. Es hat seinen Grund, dass ich viele Monate nicht auf dieses Thema konzentriert war. Ich habe das schon mal im Bochum-Vortrag erklärt, dass es immer bei mir so ist, dass wenn ich auf etwas konzentriert bin oder wenn ich Spaß an etwas habe oder mich mit etwas beschäftige, dass ich das sehr intensiv mache. Und so ist es auch jetzt wieder. Es gibt einfach Privatdinge, die ich zurzeit sehr intensiv mache. Und als das begonnen hat abzuflachen, mit den Videos auch und den Gesprächen, da habe ich auch zu meinem Bruder gesagt, ich fühle mich wieder danach, mich mehr auf Geld und Frauen zu konzentrieren. Ganz plastisch formuliert. Weil natürlich der geübte Geist weiß, dass Frauen für die Weltbilder stehen. Und das Geld für das Wissen steht. Und das bedeutet ganz einfach, dass du, der ich ja bin, du Geist, der diese Aufnahme anhört, dass du einfach wieder ein bisschen weiter eingeschlafen bist. Und dass ich da keinen Hehl draus mache, dass es so ist. Und das habe ich immer gesagt, ein Schlaf verläuft nie parallel, verläuft nie in einer Geraden oder in einer Kurve nach oben, sondern wellenförmig. Man weiß das, ein Schlaf hat Tiefschlafphasen, hat Phasen des flachen Schlafs oder auch Phasen, wo man sich viel bewegt. Und Erwachen funktioniert nicht so, dass man schläft und zack wieder wach ist. Es verläuft in Phasen und die akzeptiere ich. Und jetzt ist einfach eine Phase, wo das, was so geistreich zu dir spricht, nicht mehr so oft in Erscheinung tritt. Und heute am 25.08., immer noch 2021, tritt das in Erscheinung. Und noch ein paar technische Sachen am Rande. Ganz viele haben mich natürlich jetzt in der Zeit angesprochen und gefragt, was ist los? Bist du tot? Bist du gestorben? Hast du den Löffel abgegeben? Bist du über den Jordan gegangen? Nichts dergleichen. Alles ist wie immer. Ich bin nur einfach mit anderen Sachen beschäftigt. Ein paar technische Sachen möchte ich noch erwähnen, weil auch immer wieder so gefragt wird, was nimmst du denn für Pilze? Was kannst du mir für Pilze empfehlen? Ich rauche auch gern Weed und so. Das ist mir doch scheißegal. Macht doch, was ihr wollt. Esst doch, was ihr wollt.
Es ist hier doch keine Gruppe, um Hobbys zu finden. Achtet auf das Datum. Diese Sachen sind Jahre alt, die ich aktuell hochlade. Das, also weder kiffe ich, noch rauche ich Zigaretten oder nehme Pilze oder sonst irgendwas. Das ist schon, ich schätze mal, 2 Jahre her, dass das so war. Und immer dran denken, wie kriegt man das jetzt unter der einen Hut, damit, dass ich sage, es gab noch nicht mal das gestern. Also achtet auf das Datum des Hochladens und das Datum, wann es aufgenommen wurde, das schreibe ich ja immer dazu, aber bildet dir nicht ein, dass das jetzt in einer anderen Zeit stattfand oder in einer Vergangenheit stattfand. Trotzdem haben die Zahlen eine Bedeutung. Aber ich will gar nicht zu sehr abschweifen im Vorwort, denn was folgt, ist jetzt das Audio von Worten und Welten. Und dazu möchte ich noch sagen, das war im Original über 4 Stunden lang. Also das war für Sam eine extrem komplexe Aufgabe, die er großartig gelöst hat. Es ist auch ein Grund, warum das jetzt so lange gedauert hat. Das war einfach, dass wir da viele Dinge angesprochen haben, die da jetzt nicht drauf sind. Und ich habe noch dran gearbeitet, ein zusätzliches Audio daraus zu machen, wo es nur um Charles Bukowski ging, weil ich viel darüber geredet habe und auch manche Dinge im Audio jetzt angesprochen werden, die da besser erklärt wurden, weil so hört man die vielleicht und entdeckt keinen Sinn darin, warum ich das jetzt erwähne oder so. Aber die Aufgabe war einfach viel zu komplex und es ist nach wie vor so, dass ich immer noch mir sehr schwer tue, diese Videos zu schneiden und wann immer jemand gut darin geübt ist und das gerne übernehmen möchte, kann er mich jederzeit auf Skype anschreiben oder auf YouTube, ganz egal. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu erwähnen. Ansonsten schreibe ich das vielleicht in die Kommentare rein, wenn ich was vergessen haben sollte. Also, wie gesagt, es folgt jetzt ein Auszug aus einer Zeit, in der noch gekifft wurde, wie man unschwer auch hören kann während der Aufnahme. Nichtsdestotrotz ist mit Sicherheit wieder einiges Wertvolles dabei und wie gesagt, sei sehr achtsam, wenn du das hörst, und vergiss nicht, dass die Protagonisten überhaupt keine Rolle spielen. Sie spielen nur die Rolle der Vertonung. Aber die Worte kommen von Gott, kommen von dir, dem Hörer dieser Aufnahmen. Als Trump geredet hat, da hatte ich gerade einen ziemlich tiefen Moment. Nicht wegen der Rede, sondern ich war gerade, es fiel halt zufällig zum Zeitpunkt, wo ich bewusstseinstechnisch ziemlich genau hingehört habe. Und als dann Trump geredet hat, ich habe mir das Video angeschaut davon, nach seinem, also als er gewählt wurde, hat er eine Ansprache gehalten. Und da habe ich das total auf Symbolebene gesehen. Jedes Wort hat gepasst. Er hat die genaue Situation jetzt beschrieben, wie welche Struktur meine Welt jetzt hat, die ja zurückzuführen sein muss auf die Geistwelt, die Welt, die ich nicht sehen kann. Die Welt, von wo aus ich diese hier bezeuge. Hinter mir gibt's nichts, vor mir ist die Welt. Deswegen sagt man ja, vom Himmel auf die Erde nieder. Wenn du eben in diesem Blickfeld, wo du gar nicht mehr daran interessiert bist, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was der da sagt oder wie er es sagt, sondern du hörst einfach, was er da wirklich sagt. Du vergisst diesen Trump in dem Moment, sondern du hörst da nur noch die Worte selbst sprechen zu dem, der es hört. Der ja in dem Moment, so wie du es bezeugst, alleine ist. Du kannst keinen zweiten sehen, der hier was wahrnimmt. Du nimmst nur deine Wahrnehmung wahr. Da ist einer, das wahrnimmt, und ein Wahrgenommenes.
Also da gibt es ja scheinbar keinen zweiten. Also wer spricht hier wirklich, wenn ich glaube, dass ein Trump spricht? Wenn dieser Trump verschwindet, dann hörst du dich selber sprechen. Und in dem Moment war das so. Und da war alles, was der erzählt hat, das war wie so eine Ansprache von Christus an mich, wie jetzt der Weg weitergehen wird. Das ist ja das Interessante, das Amerika, da hörst du ja schon das Amaretto, aber natürlich auch das Amera, Amero, Ameri, Amera. Erstmal hörst du da schon Kamera, wenn du dir den Kopf dazu denkst, das K, Kopf. Mhm. Und Amare zum Beispiel ist Liebe. Das ist nicht Amore? Amore auch. Ah ja, ist ja dasselbe. Amore mio, das ist von der Radix her dasselbe. Also Amera oder Amaro, jetzt hörst du ja am Gerüst, an den K, R, M, A, M, R. Das ist jetzt die Wurzel dieses Wortes. Das ist dasselbe wie die Wurzelradikale von Liebe. So, jetzt weiß ich zwar nicht, was Ika heißt, aber es muss ja, Liebe an sich wäre Amera. Es muss ja irgend noch was hinzugefügt werden. Und was ist es? Das K. Da ist es wieder. Nur diesmal am Ende. Egal ob links oder rechts, es bedeutet Kopf. Wenn du diesen Kopf dazufügst, hast du keine echte Liebe, sondern aufgesetzte Liebe, künstliche Liebe. Du spielst dir Liebe vor. Genauso hat er es in dem Text gerade gesagt. Du sollst keine so Dinge so tun, als ob. Dann kommst du nicht zur Liebe. Und dafür steht dieser Kontinent Amerika. Als Symbol in deiner Matrixwelt, in deiner Symbolwelt. Amerika ist dieses Aufgesetzte. Kein Land der Welt ist mehr, kein Kontinent der Welt ist mehr bekannt für seine Aufgesetztheit. Hollywood, das sagt doch schon alles. Mhm. Wrestling, das kommt aus Amerika. Das hättest du hier in Europa vor, kannst du das noch schwer an den Mann bringen. Das ist ja gar nicht echt, sagen die Deutschen. Wieso guckt man sich sowas an? Aber auch gerade solche Sachen hier, Süßigkeiten, das ist ja künstliches Obst, das ist einfach nur die Essenz, ich schluck die Essenz vom Obst, das Zucker. Ja. Die künstliche Liebe. Zucker steht immer für Liebe. In deiner Psychologie zum Beispiel sagen die Psychiater und Psychologen, Eltern, die ihren Kindern schlecht ihre Liebe zeigen können, geben denen oft Süßigkeiten. Man sagt auch, der ist süß. Also, das steht immer irgendwie für Liebe. Oder lieblich. Lieblich ist süßer Wein. Ja. Das sagt man in der Fachsprache, der ist lieblich. Wer steht mehr für Zucker als Amerika? Die künstliche Liebe. Das hat halt alles in diesem Moment, war das in dieser Trump-Rede drin. Ich habe einfach gesehen, was Amerika ist. Ich habe das jetzt nur in kleinen Worten wiedergegeben. Das hat überhaupt nichts mit dem echten Erleben zu tun. Das kann ich dir nicht darstellen. Das können nur deine Augen. Aber in diesem Moment wusste ich, was Amerika ist, wenn da Amerika steht. Und dann hat diese ganze Rede hat sich auf eine ganz andere Ebene hochgehoben. Eine, die nicht mehr von einer bestimmten Perspektive gesprochen hat, sondern die faktische Welt vor mir angefangen hat aufzubauen. Als ein zusammenhängendes Bild. Mit 360 Grad, ohne dass man einzelne Abschnitte sieht, sondern da ist das Ganze drin verborgen gewesen. So hat er gesprochen. Es wäre nichts anderes gewesen, wenn da Jesus Christus gestanden hätte und gesprochen hätte, weil es gar nicht um diese Figur Jesus geht, sondern um den Christus, den Geist dahinter, der Christus, der Gekreuzigte. Hm? Das Kreuz steht wieder dafür, für diesen einen Punkt in der Mitte dieser Sache. Dieser vier scheinbaren Himmelsrichtungen, dadurch, dass du glaubst, deine Welt ist N2, dass da mehrere gibt, eine zweite Welt, aus der die allen anderen Welten geboren wurden. Und das ist eigentlich das Sterben. Sterben ist, dass das Sterben dieser einzelnen Perspektive verschwindet und du 360 Grad da drin sehen kannst. Das ist ja nur ganz schwach, aber schon allein das haut dich um. Denn da, das ist jetzt, ich kann es ja nur metaphorisch sagen,
Aber es ist auch wirklich so gemeint, das ist der Christus, der da spricht. Dieser Trump spielt gar keine Rolle. Ich halte den ja auch nicht für den Christus. Sondern ich halte den für den Christus, der die Quelle dieser Stimme ist, in dem Moment, wo sie wahrgenommen wird, vom selben erzeugt wird. Und das kann ja nur ich sein. Ich sehe doch, dass ich es bezeuge. Nicht ich, dieser Körper, sondern ich, der auch den Körper jetzt bezeugt, in dem Moment, wo er an ihn denkt. Andreas ist ja schon sehr alt, er hat auch gesagt, er stellte sich jetzt natürlich immer die Frage, was ist denn, wenn ich sterbe, wie geht es denn weiter und so. Der hat auch eventuell, kriegt er eine schwere Diagnose, und dann habe ich auch gesagt, Andreas, guck doch selber, wie es ist. Du siehst es doch 1000 Mal am Tag. Nimm ein Buch in die Hand, fang an zu lesen und weg ist der Andreas. Und da sind Geschichten von Elfen und Zauberern und je nachdem, was du in diesem Buch liest, was du da drin meinst, erkennen zu können in diesen 27 Zeichen. Mehr siehst du nicht, egal welches Buch du liest auf der Welt. Es beschränkt sich auf diese 27 Zeichen, aus denen das gebaut ist. Es gibt keine anderen Zeichen. Das heißt, du machst diese Geschichte, die du da siehst. Du siehst ja nur Buchstaben, erzähl mir doch nicht, dass du Buchstaben siehst. Du siehst Wälder, Geschichten, Krimis, ganze Welten, die du aufbaust in deinem Kopf. Und letztlich sind die, siehst du doch nur Aneinanderreihungen von Zeichen. Ja. Aber der Körper, den du glaubst zu sein, wo ist der denn? Der, zack, ist er weg, sobald du die Geschichte siehst. Wie ist es zu sterben? Genau so. Du stirbst dich 1000 Mal am Tag. Es macht dir nichts aus. Während ich dir die Geschichte erzählt habe, jetzt vor 30 Sekunden, und du die in deinem Kopf aufgebaut hast, diese ganzen Bilder, ich habe trotzdem nur diese 27 Bausteine benutzt. Mhm. Du hast diese Geschichte gebaut. Und wo war Norman in dem Moment? Keine Ahnung, Polen oder so. Du kannst immer nur eine Sache erleben, weil das das Einzige ist, was es gibt, das, was wahrgenommen wird. Und wenn du diese Geschichte versinkst oder in den Fernseher oder in ein Gespräch, egal in was, dann ist der Körper weg. Du hast den noch nie gebraucht. Der Körper braucht dich vielleicht. Weil du musst an ihn denken, du musst ihn erschaffen, damit er da ist. So wie du jetzt diese Geschichte erschaffst in deinem Kopf. Aber der Körper ist nur temporär da. Der ihn sieht, ist die ganze Zeit da. Der ist auch da, wenn du jetzt an Schnecke denkst. In dem Moment der Schnecke hast du nicht gewusst, dass es dein linkes Ohr gibt. Weil das gibt's nur dann, wenn du dran denkst. Jetzt. Ich habe gerade an eine Schnecke gedacht. Ja, eben. Aber hast du an eine Schnecke gedacht, hast du nicht gewusst, dass es dein Ohr gibt. Ach so, ja. Es war weg, es war tot. Der ganze Körper war tot. Es war die Schnecke, dein Körper. Du kannst nicht sterben. Du gibst allem einen Körper. Hm. Egal wie oft der Norman da ist und wie oft er nicht da ist, das spielt ja auch keine Rolle. Der kann sterben. Ist er nicht da, es spielt keine Rolle. So wie er jetzt nicht da war. Ja, jetzt gibt's Qualcomm. Du siehst vielleicht immer öfter auch Werbung von dem. Von wem? Qualcomm. Ein Chiphersteller scheinbar. Mhm. Und die sind verantwortlich für sehr viele hochtechnologische Prozesse, ich glaube in Handys und in Computern und so weiter. Ich habe da nicht viel Ahnung von. Aber Rauch ist ja der Geist, Ruach. Ja. Oder auch Geruch. Also, wenn man einen Hauch eines Geruches verspürt, so einen Hauch eines Geistes. Und jetzt, der Qualm ist ja auch wieder eine Radikale von Qualcomm. Ist Qualcomm jetzt als Radikal gelesen? QL. CM und Qualm QLM. Das heißt, das sind beides dieselbe Radikale und das eine hat noch einen Buchstabe dazu.
Also, und Qualcomm ist jetzt dieser Chip-Hersteller, ist also verantwortlich, der ist der Geist hinter dem Ganzen, dass das Handy überhaupt das macht, was es macht. Wir haben doch letztens erzählt, dass das doch technisch überhaupt nicht mehr sein kann, dass da solche Ansprüche drin sind, wie die da angeben, dass da angeblich alles drauf sein soll. Diese ganzen Display-Technologien, wie das Udo gesagt hat, wenn ja das so und so viele Millionen Pixel schon sind auf diesem kleinen Display, wie viel Kabel müssen denn da drin sein, diese Display, diese einzelnen Punkte anzusteuern? Also das macht überhaupt keinen Sinn mehr und auch überhaupt, dass es keine Verbindung gibt und du trotzdem jemand anders anrufen kannst. Das erklären die dir mit irgendwelchen Wellen, die kein Mensch jemals sehen kann. Und scheinbar kann man sie auch sonst nicht wahrnehmen. Jetzt kann man sagen, es gibt da welche, die sind empfindlich, die meinen das wahr und so weiter. Das ist doch alles nur im Kopf. Ob so oder so, es findet in dir, in deinem Kopf statt. Du baust diese Welten auf. Und jetzt aber zu sagen, dieses Handy, wenn man das nehmen, was wir sehen, dann ist hier überhaupt nichts. Du drückst da drauf und es erscheint. Da ist doch angeblich dieser Chip verantwortlich von Qualcomm. Dann symbolisiert dieser Chip den Geist, der das Handy macht. Der das Handy das machen lässt, was du glaubst. Du hast keinen Zweifel, dass wenn du das in die Hand nimmst und jemand anrufst, dass das funktionieren Ja, wird. ne? Absolut keinen Zweifel dran. Und deswegen funktioniert es. Das ist der wirkliche Geist, der Chip, der wirkliche Chip, der das Handy zum Laden bringt. Dieser Qualcomm, der Qualm, der Geist, der Ruach, Und dann gibt es halt besondere Tage, Rauch. wo es halt wieder abbricht, ne? Egal was. Aber du wirst trotzdem diesen Zweifel nicht verlieren. Richtig. Weil du hast ja recht damit. Es muss so auftauchen in deinem Film, weil diese Symbolik eben dahinter steckt. Weil es nun mal nur aus Nee, ich diesen meine, das hast 27 du. Lautwesen Das gebaut hast du ist. überall Die so. Geschichte, die du jetzt sprechen hörst, die ist doch nur letztendlich nur durch dieses 27 Lautwesen. Egal, was du hier für Bilder aufwirfst, du kannst nur in dieser Symbolart die Welt aufbauen, dass sie so mit dir spricht, weil sie das Symbol ist. Du siehst doch gar keinen Chip. Nö. Der Chip muss der Geist sein. Du bist doch der Geist, der das Handy in Wahrheit betreibt, durch deinen Glaube, dass das so ist. Durch die absolute Annahme, weil es ja auch alle anderen glauben. Du siehst keinen einzigen Beweis dafür, was du hier glaubst. Dass das einen Chip drin hat zum Beispiel. Der Chip macht das alles, dass das das kann. Der Chip steht nur für den Geist. Es kann nur zu dir sprechen. So wie es da ist, aber es ist trotzdem aus 27 Zeichen. So wie die Geschichte, die baut auch alles in deinem Kopf. Alles, was du glaubst, nicht glaubst und so weiter. Wenn ich dir jetzt irgendwas erzähle, machst du in deinem Kopf trotzdem eine raumzeitliche Geschichte draus. Und daran kannst du erkennen, dass hier immer die Basis spricht, die aus 27 Zeichen gleichzeitig besteht. Übrigens, der Juno, der Jan, O, selbe Radikale, JN, ist die angebliche Sonde, die kleine, die jetzt zum ersten Mal dem Jupiter so nahe gekommen ist, dass sie Fotos machen konnte und seltsame Wirbelsturmphänomene gesehen hat, die eigentlich nicht erklärbar sind. Der Jupiter ist ja JUP. Und der Jan ist da so nah rangekommen wie noch nie. Und also wie die Menschheit noch nie zuvor. Die Menschheit bin ja ich. Das muss ja immer vorausgesetzt sein. Also nicht so, dass ich als Körper der erste Körper bin, der das schafft, sondern ich bin ja der Direktor. Und dann hat man halt gesehen, dass da um den einen acht Wirbelstürme rumkreisen, um den Hauptsturm. Und auf dem anderen Pol 5. Und dass sie sich nicht erklären können, wieso diese sich nicht zusammenfügen. Ne, der Jupiter an sich soll ja schon eine sehr, 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 sehr komische Gravitation haben, die auch eine sehr hohe ist, weil die lenkt ja sogar ganze Kometen um in ihrer Ja, Umlaufbahn. das ist der JUP, Ja. mit der größten Anziehungskraft, mit der größten Wirkung. So, und Attraktion. wenn du schon Ich hol dich nach Hause. wenn du schon so eine Auswirkungen hast auf unser Leben, dieser JUP da oben,
der ganze Kometen umlenkt, damit wir uns nicht treffen. dann wisst ihr, was der da für die Gravitation auf dem Planeten selber hat. Und schon allein das wissen die ja nicht. Und bla und der Keks. Also, die können da gar nicht bestimmen, ob das möglich ist oder nicht. Die haben da gar keine Daten. Ja, das steht aber nur dafür, dass der Traum dieser JUP nicht bewusst ist. Mhm. Deswegen ist es der Jan, der zuerst dahin fliegt, als Symbol in deiner Welt, dass du im Moment noch glaubst, dass das so ist mit diesen Körpern. Dass da ein Körper außerhalb von dir irgendwie erleuchtet werden könnte. Oder manche erleuchtet sind und manche nicht. Das ist durch dich so gedacht, deswegen ist es der Jan, eine Figur, die du nicht glaubst zu sein, der als erstes in die Nähe dahin geflogen ist und die ersten Bilder gemacht hat. Ich habe doch gerade davon gesprochen, dass ich hier versuche, Bild zu malen. Mhm. Dass das Bild nicht so geworden ist, wie ich es ausdrücken wollte. Es ist wiederum durch dich begründet, weil du, der offensichtlich bei beiden derselbe sein muss, das so machst mit der Interpretation des Bildes. Das ist der Juno, der als erstes diese Bilder gemacht hat und von diesen Phänomenen mit den Wirbelstürmen wir, Bi, in mir, wir, Bell, L ist Gott, wir, B heißt in mir, wir, in mir, Gott. Das ist, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es ein Wirbelsturm in der Mitte und acht drumherum, und sie können sich nicht erklären, warum die sich nicht anziehen gegenseitig. Warum die nicht eins werden. Sie können sich das nicht erklären. Weil sie schon eins sind. Nee. Weil du glaubst, dass. Also, du siehst es ja in deiner Welt. Du bist ja nicht eins. Mhm. Du glaubst ja, da gibt es auch andere. Und deswegen. Aber du weißt nicht, warum das so ist. Wenn du es wüsstest, dann wärst du ja eins damit. Die Menschheit kann sich nicht erklären, warum die sich nicht anziehen. Das ist der aktuelle Stand. Das ist jetzt so, als Nachrichtentext stand es da so. Ich habe einen Ausschnitt vom Film Interstellar gepostet, in dem er den Schleudersitz zieht, und ich habe das kommentiert mit, und dann zieht er den Schleudersitz. Und dann absolute Stille. Völliges Alleinsein. In der Szene zieht er den Schleudersitz, dann geht's raus, und dann wird's ganz still. Erstmal wackelt's noch, und dann irgendwann, dann ist es ganz still. Und dann fängt er an zu atmen. Dann kommt wieder die Schwingung. Dann ist er wieder zurück in der Doppelwelt. Mhm. In der bipolaren Welt. Mhm. Und dann hörst du nämlich als erstes seinen Atem. Und dann kommt, glaube ich, irgendwann wieder so ein Geräusch, und dann geht's los. Dann wird's richtig trippmäßig. Und dann schreit er, kriegt Panik und so. Genau das habe ich beschrieben. Das beschreibt auch wieder die erste Begegnung mit dieser Welt. Als eine Welt, nicht mehr mehrere. Hm. Du hast es selber erlebt. Du bist das deutlichste Symbol in meiner Welt, der das erlebt hat und vollkommen zurückgeschreckt ist. Aufgrund dieser Gewalt, dieser Liebe und dieser puren Präsenz, dass dieses Universum eins ist und einsam macht und all ein ist. Da hat keiner so zurückgeschreckt wie du. Das hat dich schockiert. Und das ist das, was ich da beschrieben habe. Nicht den Normen an sich, sondern Ich mal nur. Ich mal die Metapher dahinter. Welche Worte ich da benutze, welche Farben mir da in den Sinn kommen, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Ich bin nur der Impuls, dass hier gemalt wird. So kann ich das beschreiben. Ich weiß auch vorher nicht, was ich male. Da kommt eine Farbe und da wird losgelegt. Aber die Schwierigkeit ist halt, nicht in die Geschichten abzuwandern, sondern das Bild im Blick zu haben, das ich male. Das ist immer das Schwierige, wenn ich zum Beispiel 3, 4 Sachen verdeutsche, deutlich mache. Verdeutsche. Und ein Bild daraus mache,
dann ist das in sich als Ausdruck auch eine gewisse Regel. Wenn ich zum Beispiel sage, denkt ihr den Amaretto weg, während hier gesprochen wird, der ist vollkommen irrelevant. Wenn ich das sage, dann drücke ich das aber nicht so aus, sondern ich male viele andere Bilder, um das dann auszudrücken. Mhm. Aber es ist eigentlich eine Regel. Und sobald ich dann die zweite Regel beschreibe, ist die erste Regel schon wieder vergessen. Das ist bei 70-80% der Leute, die mit mir Gespräche führen, ist das dann. Und deswegen diese ständigen Wiederholungen. Weil das ist der Geist, der schwingt in der Bipolarität. Erinnern, vergessen, erinnern, vergessen. Er kann immer nur das sehen, was er jetzt gerade sieht. Und das andere, wenn das nicht eingeprägt wird ins Bild, dann ist es im nächsten Bild nicht mehr dabei. Ja. Und deswegen wandern die Leute, die hören das und wandern aber trotzdem immer in die Geschichten ab. Die verzweifeln, die verzweigen sich im Geäst. Ich versuche vom Stamm zu reden und dafür muss ich von den Ästen reden. Aber ich versuche nicht in die Zweige abzuwandern, weil dort ist nur Verzweiflung. Deswegen heißen sie ja Zweige. Das ist die Zweiheit vom Teufel. Teufel. Und die Geschichten, wenn man in die Geschichten abwandert, das sind die Ästeln. Dann sind wir in den Ästen und da wird nichts mehr verstanden. Weil dann hat man sich wieder auf eine Ebene festgelegt von zweien und denkt, ich bin doch der Ast, nee, ich bin der Ast. Der Zweig und der Zweig. Man schwingt dann zwischen diesen beiden hin und her. Aber in Wirklichkeit bist du beide gleichzeitig, weil du der Ast dahinter bist, der beide zusammenhält. Hm. Und von dem Ast versuche ich zu reden, aber sogar um auf den Stamm hinzuweisen. Deswegen kommt ja kaum einer drauf, dass ich wirklich den Stamm meine. Ich beschreibe Äste und die meisten sehen Zweige und ein paar wenige sehen Äste, aber nur 5-6 oder so sehen überhaupt, dass ich vom Stamm rede, dass ich den Stamm male. Ich male den Stammbaum und der ist der Baum des Lebens. Mhm. Mhm. Hast du dir schon mal überlegt, warum gibt es denn überhaupt das Wort Stammbaum? Das ist an sich her völlig unlogisch. Es ist noch niemandem aufgefallen. Es gibt viele solcher Wörter. Ich sagte, die ganze Welt ist aus Metaphern. Deswegen gibt es Ecken, die keinen Sinn ergeben. Und auch so Sprichwörter zum Beispiel, die ergeben doch gar keinen Sinn. Das sind auch Ecken in deiner Matrix, die ganz offensichtlich keinen Sinn machen. Aber vielleicht machen sie nur deswegen keinen Sinn, weil du eine Logik verwendest, um sie zu entschlüsseln. Und dann hast du immer nur einen Weg von allen möglichen. Und dann verzerrt sich das ganze Bild. Mhm. Und deswegen heißt es Lachen an der Stelle, wenn ein Witz kommt, wenn du aus dieser Logik ausbrichst, weil am Lachen wird deutlich in deiner Welt gemacht, dass das Flächen sind, die du siehst. Und du drauf reinfällst. Das ist der Sinn des Lachens. Das macht die zwei Flächen, aus denen dieser scheinbare Raum wird. Das mit dem Lachen ist sowieso komisch. Ich wusste ja genau, was kommt. Das ist ja das Schlimme. Also ich musste ja trotzdem lachen. Genau. Das sollte dir zu denken geben. Ja. Vor allem auch im Hinblick darauf, bin ich wirklich der, der denkt und so weiter. Ich habe letztens Alex erzählt, in der Neuroforschung ist doch ein seltsames Phänomen schon lange Zeit bekannt, das bewiesen wurde mit Experimenten, eine Lüge verbreiten, nach außen legen. Mhm. Jedenfalls da ist es ja in der Welt Standard, dass es diese Forschung gibt, die belegen, dass du entschieden hast oder dass du etwas, dass eine Handlung ausgeführt wird, noch bevor dein Gehirn davon weiß. Wie soll denn das jetzt übereinstimmen mit der Idee, wir sind unser Gehirn und das Gehirn lenkt alles? Ja, erst drüber nachdenken und so Scheiß. Ich habe interessanterweise im dritten Teil vom Bochum-Vortrag gesagt, wie willst du denn ausschließen, dass das Gehirn nicht einfach ein Empfänger ist von irgendwas? Wenn du da wie nennt man das? EEG oder was? Wenn du da so eine... Ist das nicht ein Kernspintomograph? Nee, ich meine jetzt nur Gehirnströme messen. Wenn du dir diese Wellen
ansiehst, dann sind es doch erstens mal nur Wellen, was du da siehst. Die sagen, das sind Gedanken. Also es sind doch nur Wellen auf Blatt Papier. Aber wenn die das machen, messen die ja nur, dass da ein Energiestrom, also sagen wir mal Elektrizität, Signale sendet. Mhm. Aber du kannst doch gar nicht wissen, ob das, was du da aufzeichnest, vielleicht auch kein Sender ist, den du da aufzeichnest, sondern ein Empfänger. Dann hast du doch dieselben Ergebnisse. Wenn der das nur irgendwie empfängt und in elektrische Signale umwandelt. Das würde zumindest übereinstimmen mit der Behauptung oder den scheinbar bewiesenen Behauptungen, dass eine Körperbewegung zum Beispiel schon ausgeführt wird, noch bevor dein Gehirn davon weiß. Dann empfängt es der Körper und das Gehirn wandelt es gleichzeitig in Echtzeit. Es macht seinen Teil, die Arme machen ihren Teil, das Gehirn ergibt halt das wieder, was es da empfängt. Und das messen die. Wie willst du denn feststellen, dass es nicht so ist? Also, man kann sich nicht einfach auf eine Logik festlegen. Dann muss man nämlich automatisch alle anderen mit ausschließen. Es sei denn, man sieht sich das alles als Metapherwelt von weiter oben an und dann kannst du gar nicht mehr urteilen über die einzelnen Worte, sondern dann siehst du eine übergeordnete Ordnung, die beide Varianten möglich sein lässt. Und alle anderen auch. Es gibt nur allumfassend oder zwiegespalten. Egal wie oft du das Zwie dann spaltest. Es ist nur so möglich, dass ich überhaupt diese ganzen Phänomene in deiner Welt erklären und aufklären kann. Das ginge doch gar nicht anders. Ich bin doch viel zu unbelesen und was auch immer, ungebildet, dass ich das einfach so jetzt rezitieren könnte oder so. Ich beschreibe doch einfach nur, was ich sehe. Und nur deswegen funktioniert es auch. Weil ich... Und das ist bei allem so, weil es nur einen Film gibt. Aber ich sehe das doch als übergeordnet von dort aus. Das könnte ich doch gar nicht beschreiben. Weil das ist eine Schablone, die auf jede Logik passt. Und das ist ja auch dasselbe bei den Weisen. Du merkst sofort, wenn ein Weiser spricht. Sofern der Same der Weisheit schon selber in dir keimt. Dann kannst du überhaupt erst unterscheiden. Dann fällt dir Weisheit überhaupt erst auf in der Welt. Vorher geht es ja gar nicht. So wie man sagt, du kannst nicht vermissen, was du nicht kennst. Ich bin im Kopf immer bei dieser einen Sache. Und fange halt an zu lesen, zu sehen, zu hören. Lesen keine Bücher, sondern die Welt lesen, das Leben lesen, zuhören. Und jetzt muss das natürlich auch symbolisch so sein für ich ziehe nicht mehr aus. Hm. Ich ziehe nicht mehr in die Außenwelt. Ich lasse mich nicht mehr rausziehen nach draußen. Ich will ja nach Hause. Man hat zwar keine Koordinaten, aber ich weiß, dass meine Koordinaten nicht mehr nach draußen zeigen. Die Richtung, die gelaufen wird, wird in meinem Film, die läuft nach innen. Die Tendenz ist halt sichtbar, dass ich innen näher komme und nicht außen. Deswegen kann ich in der physischen Welt jetzt gesehen, kann ich nicht mehr ausziehen. Was ja vorher immer wieder so war. Immer wieder ausgezogen, umgezogen. Und hier jetzt nicht mehr. Das war übrigens im Obdachlosenheim schon so. Da war ich ja immerhin auch 4 Jahre am Stück. Da war auch genau der Zeitraum, wo das alles angefangen hat. Und am Ende war ich so lange, wie eventuell noch nie vorher, müsste ich jetzt drüber nachdenken, aber in der Regel bin ich oft umgezogen. Da hat es schon angefangen, dass ich nicht mehr so oft auszog, nach draußen ging, an eine Außenwelt glaubte. Oder Ziele draußen befolge. Gut, ich bin jetzt 1,5 Jahre, aber ich habe mich halt noch nie so eingerichtet irgendwo. Ich habe es noch nie so akzeptiert, dass ich hier einfach bin. Ich könnte auch sagen, bleibe. Im physischen Sinne. Mhm. Aber dieser Gott, der sich wie eine Zecke eingezeckt hat, der bleibt.
der wird nicht mehr draußen gesucht. Und deswegen kann ich jetzt nicht mehr ausziehen. Damit schließe ich nicht aus, dass es passieren kann. Aber das wird ein selbes Jetzt sein und das wird dann genauso oder nicht akzeptiert, wie jetzt auch das akzeptiert wird, dass ich jetzt hier wohne. Es gibt da jetzt nicht, ich lebe jetzt nicht in dem Gedanken, wenn mal irgendwann oder ich könnte ja hier nochmal ausziehen oder so, den Gedanken, der taucht ja nicht auf. Das ist ja das Spannende, mit Existenzängsten so hat jeder zu kämpfen. Jeder weiß im Hintergrund irgendwie, man könnte irgendwas verlieren, aber das ist ja nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, wie gut kann ich das dann auch akzeptieren? Ich habe ja das im Obdachlosenheim schon akzeptiert. Und zack, wurde ich hier reingesetzt. Erstmal noch ein bisschen Luxus sogar, als Geschenk. Und da habe ich dir noch erzählt, dass mir da in der Zeit aufgefallen ist, dass ich mich auch nur über Wissenschaftler lustig mache. Dass ich nicht sehe, dass auch die, über die wir uns die ganze Zeit lustig machen, dass die nur so sind, weil ich sie gebaut habe, um mich zu wecken. Und dieses Luxusgeschenk zwischendurch, die 6 Monate, war das Resultat daraus, dass ich es akzeptiert hatte. Im Obdachlosenheim. Dann kam das Geschenk, diese 6 Monate, wo das ja total luxuriös war und so. Das war ein Geschenk, das ich gemacht bekommen habe, aber da habe ich da schon gesagt, ich merke mehr und mehr, dass dieses Geschenk schon die nächste Aufgabe enthält. Deswegen bin ich dann noch ehrlicher geworden und habe dann auch gesagt, guck mal, wir machen uns nur über die Wissenschaftler auch nur lustig. Der setzt mich da mitten rein. Unter die Wissenschaftler, du kannst gar nicht in Berlin das deutlicher formulieren. Ich bin genau in der Wissenschaftsstadt 6 Monate gekommen, hab das eine bekommen, diesen ganzen Luxus, und das andere als Lockstoff bin ich mitten reingekommen. Und das hat mir zu denken gegeben, dass dieser Zufall einfach eingetreten ist, kurz nachdem ich das halt verstanden habe mit dem Loslassen. Und diese Wissenschaftler war ja so, dass wir, muss ich auch sagen, diese Nächte, die waren so geil, weil es total warm war und ich musste ja eh immer raus zum Rauchen und es war einfach ein friedlicher Ort und auch spannend, unheimlich spannend. Da gab es ganz viel zu sehen mit diesen, was da abends immer los war in den Parks und so, auch mit den Studentenpartys, und es war einfach auch teilweise wunderschöne Architektur und so. Das waren nachts das Schönste, da rumzulaufen in diesen wahnsinnig unterschiedlichen, seltsam futuristisch anmutenden Gebäuden, die teilweise beleuchtet waren, und dann gab es diese seltsamen Maschinen da drin, die halt nachts dieses besondere Licht hatten. Es war wunderschön, da rum zu spazieren, Joints zu rauchen. Und natürlich war das ein Geschenk. Aber an was habe ich mich denn da so erfreut? Das ist doch die Wissenschaft. Da haben wir die Gasefabrik gefunden. Ja, unter anderem. Aber das ist doch das zentrale Thema gewesen, dass diese Zeit nur durch dieses Feindbild geführt wurdest und dich daran erfreuen durftest, als Geschenk. Das Geschenk war selber die Prüfung und war selber das Feindbild, die Wissenschaft. Und das ist ja immer gemeint mit Liebe deine Feinde wie dich selbst. Es geht nur um die Feindbilder, um das Gegenstück, das man entweder bekämpft oder auslacht. Und dann dein Geschenk nochmal zum Verstärken, bist du in den tiefsten Westen gekommen, wo jeder Fünfte nur noch Deutsch ist. Es ist einfach so gemacht, weil es doch sowieso offensichtlich ist. Ja. Es ist doch nur deutlich gewesen, weil ich hingeguckt habe. Das ist immer deutlich, was du hier siehst. Deswegen spricht auch deine Welt Deutsch. Nur wenn man nicht hinhört, dann sieht man, dann wäre das doch was ganz Normales gewesen. Das wäre mir doch nie aufgefallen, dass es diese Verknüpfung gab in der Aneinanderfolgung meiner Bilder, meiner Erlebnisse. Dass ich das annehme,
dann war ja auch diese kurze Phase, wo ich eigentlich zu Alex ins Haus wollte. In diese, wo noch bevor er gebaut hat. In die Hütte da, ja. Und die Woche warst oder war da war ja, da war ja, das ging ja 2 Wochen und da lief ja alles nach dem anderen schief. Und alles Rohr kaputt und so, also wo die draußen gebaggert haben, Abfluss kaputt und hatte ich erstmal keinen Strom und keine Dusche mehr und so weiter. Und immer musste ich improvisieren, aber ich habe nicht mehr rebelliert dagegen. Das war ja nur noch mal eine Prüfung zwischendurch. Hat das jetzt wirklich angenommen oder tut er nur so? Jetzt reizen wir den mal ein bisschen. Das ist ja schon in dem Bauen der Buchstaben, ist das alles schon gewusst, wie man es bauen muss, um einen wach zu machen. Nachdem wurde hier gebaut. Und dann diese 6 Monate, total schöne Zeit und auch total viel Freizeit gehabt. Meistens nur 1-2 Tage die Woche gearbeitet. Und dann aber war das Wichtigste, dass ich diese Prüfung erkannt habe, dass ich die ganze Zeit den Wissenschaftlern gegenüber demütig war, ohne das gemerkt zu haben. Und dann habe ich gemerkt, hey, das geht ja. Und ich musste noch nicht mal was tun dafür, ich habe mich einfach daran erfreut, wie es war. Und da war dann quasi schon wieder die nächste Prüfung bestanden, da habe ich auch so einen Rausch gehabt. Also wo das ziemlich schnell vorwärts ging, eins nach dem anderen. Und dann habe ich das Geschenk hier bekommen, für das ich keinen Finger gerührt habe. Das war ja wirklich so. Das lief alles ohne mich. Ja. Ich habe keine Bewegung von mir aus gemacht. Jetzt habe ich ja dieselbe Prüfung wieder vor mir liegen, weil ich könnte jetzt sagen, das ist nur, weil ich so ein toller spiritueller Schüler war, dem Universum gegenüber. Und dann würde ich aus dem Geschenk ein Kaufmannsdenken machen und dann funktioniert das Geschenk nicht als Prüfung, zumindest erfüllt es seinen Zweck nicht und es wird dir wieder genommen. Mhm. Wenn ich es aber annehme, dann wird diese Prüfung, das ein Geschenk ist in seinem Inneren, ein Gift. Auch ein Gift, habe ich ja gerade erklärt, dann kriegst du es wieder genommen. Ein Gift, ich gebe, ich give, I give. Und give ist übrigens auch ein Bild. Und... Ja, jetzt geht's wieder um dasselbe. Das wirklich annehmen oder ist es nur so gefaked? Da kannst du keinen bescheißen. Also jedenfalls nicht den Architekten. Deswegen machst du das ganz intim mit dir selber aus. Alle Prüfungen so. Da ist keiner, der sie bestehen muss. Deswegen ist der Auserwählte im Film immer die Hauptrolle. Und meistens noch ein Meister. Das kann auch ein Bösewicht sein. Das ist auch ein Meister. Ja, Gift. Geschenk und Gift. Meister und Bösewicht. Das ist ja auch bei Mann und Frau so. Deswegen existiert jetzt in deiner Welt eine Geburt namens Gender. Wo was Neues geboren wird. Du kanntest nur männlich und weiblich und jetzt erkennst du, da muss es ja irgendwas geben, was zwischendrin ist. So ist es ja auch mit deiner Welt. Du, wenn du weißt, dass sie bipolar ist und dir fällt es mehr und mehr auf, dann muss dir auch irgendwann mal auffallen, dass beides dasselbe sind. Dass das eine nur die Hälfte ist und das andere die andere Hälfte. Von einem und demselben Ding. Dann ist es genauso vermischt. Deswegen werden die Lichter jetzt lila in deiner Welt. Und nicht mehr nur blau oder rot, sondern lila. LED. Let me to the light. Oder lead me to the light. Führe mich ins Licht. Angeblich besteht ja alles aus Erde. Diese ganzen Materialien, gibt es ja seltene Erden. Die sagen ja immer, die Handys kann man nicht bauen ohne diese seltene Erden. Ist ja auch wieder die, alles besteht aus Erde. Es gibt ja nur die Erde. RDE heißt der Wache, öffnet die Schöpfung. Erde. Also das heißt übersetzt,
Es kann nur Welt gebaut werden mit bestimmten Bausteinen. Und die sind alle Erde. Oder anders formuliert, Gott kann seine Welt nur aus sich selbst bauen. Und wenn wir ins Robotikzeitalter kommen, dann wird man irgendwann halt glauben. Und deswegen ist es im Hintergrund trotzdem richtig, was da geglaubt wird. Dass alles nur wegen den seltenen Erden funktioniert. Weil dann wird es nur noch Technologie geben und Computer und Chips und Roboter und all so eine technologischen Sachen. Und das Kernstück werden diese seltenen Erden sein. Ja, ist da nicht Facebook hier, wie ist der Typ? Zuckerberg nicht drauf und dran, so eine künstliche Intelligenz als Vorreiter? Ach, es gibt in alle Richtungen baut sich gerade alles aus wie Sau. Die Geschwindigkeit wird auch immer höher werden, weil sich ja alles immer mehr miteinander vernetzt. Wie ich das erklärt habe mit dem neuronalen Netzwerk vom Baby. Das ja angeblich wächst, indem die Zellenverbindungen zu den anderen Zellen aufbauen und das Netzwerk immer stabiler wird. So können sie immer schneller kommunizieren und deswegen wird sich deine Welt immer schneller entwickeln. Aber ich sag nur, als Blick in die Zukunft gerichtet, muss sich dein Programm letztendlich so entwickeln, je nachdem, wie du interpretierst, weil es gibt natürlich diese verschiedenen Zeitspuren, das habe ich ja schon mal erklärt. Es sind verschiedene Möglichkeiten, aber du bist alle Möglichkeiten. Aber eine davon ist eben, dass diese ganze Technologie, so werden es deine Menschen glauben, nur durch diese seltenen Erden funktioniert. Was im Umkehrschluss das da heißt, unsere Welt ist aus dieser Erde gebastelt. Es wird wieder von Mutter Erde die Rede sein. Es wird von Mutter Erde genommen sein. Die rückt ja auch immer mehr in den Vordergrund. Das merkst du ja auch in der Sprache der Menschen. Umweltschonen. Und wir machen, das ist unsere einzige Erde und die dürfen wir nicht zerstören. Das Bewusstsein wächst immer mehr. Dass in diese Richtung geht, das ist unsere Mutter und die Mutter Erde. Aus der alles hier, ohne die kann es ja nicht sein. Die Welt ist aus ihr gemacht. Das wird ja auch selbst in der Evolution sagt man, die Erde war zuerst da. Und selbst in anderen Mythologien, Bibel, die Entstehung der Welt ist ja auch als erstes gekommen und so weiter. Du siehst die Tendenz, dass diese Mutter Erde immer mehr in den Vordergrund gestellt wird. Wenn sie auch in dem Einzelnen absurd ist, aber wenn du dir die Erfindershow zum Beispiel in ProSieben anguckst, die jetzt Raab inszeniert hat, die ist verdammt gut. Ist der nicht aus dem Geschäft raus? Ja, aber der ist ja nur Direktor. Ach so. Da haben wir wieder die vier Stufen. Da ist er wieder, der Direktor. Ist jetzt Direktor geworden. Naja, ist bei ihm nicht genauso. Wir können jetzt auch wieder alles durchgehen. Bilder. Was war noch? Malen, sprechen, dann Musiker. Er hat ja erstmal Texte geschrieben für andere. Oder Musik komponiert. Aber er hat... Aber Musik hat er, glaube ich, eigentlich erst nebenbei gemacht. Ja, aber das war ja, er kam ja nach Viva und so weiter. Aber die Reihenfolge ist wieder dieselbe und dann ist er der Musiker oder Talkmaster, das hat sich ja gemischt und so weiter, aber am Ende dann wieder Direktor, kommt er zurück als Direktor. Erst stirbt er und dann kommt er zurück als Jesus. Wieder nur Symbole, es geht nicht um den Raab. Aber jetzt, wenn du diese Show siehst, wenn du das Oberfläche betrachtest, wirst du sagen, die Erfindungen sind gut oder die sind schlecht. Oder die Sendung ist gut oder schlecht. Die Moderatoren sind gut oder schlecht. Es wird alles von dir eingeteilt. Aber was halt entgeht, ist, dass im Hintergrund da was völlig Neuartiges passiert, das du so noch gar nicht kennst. Das kennt man vielleicht zu Zeiten, als dann Hitler an die Macht kam und die alle sich wie eine Riesenfamilie gefühlt haben und jeder hat an einem Strang gezogen. Das mag für eine kurze Zeit eine großartige Zeit gewesen sein, mit Sicherheit. Bis es dann halt gekippt ist, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wo jetzt einfach, du merkst im Hintergrund dieser Show einfach, dass es hier Erfinder gibt, die so dieses, dass die immer auch mit ihrer Erfindung umweltfreundlich sein wollen. Das scheint also unter den Ingenieuren und Erfindern und so, scheint es ein Riesenthema zu sein. Deine ganze Welt wird tatsächlich immer weiter so wachsen, dass sie einen großen Respekt vor der Erde bekommen wird. Das merkst du ja, das sind
erste kindliche Respektshandlungen, dass die sagen, ja, wir müssen, wollen Mülltüten vermeiden oder sowas. Deswegen bauen wir den Löffel gleich aus Blättern von Bäumen zum Beispiel. Mhm. So eine Sache, und du merkst halt, das weckt einen Geist, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben in Deutschland, der aus der eigenen Bevölkerung kommt. Da war ja immer nur noch Krieg im Vordergrund. Jeder gegen jeden. Eine ganze Hip-Hop-Kultur ist entstanden, weil sie andere Leute gedisst hat. Ja. Weltweit. Ja. Ja, diese Verrohung wird immer krasser, aber gleichsam wächst halt der Rest auch. Das Gegenteil. Und jetzt sieht man das, in dieser Show kann man das gut beobachten, wenn man Augen hat, zwischen den Zeilen zu lesen, dann merkt man, hier entsteht etwas durch einen, der absolut ein Gefühl für sowas hat, wo man zum ersten Mal wieder daran erinnert wird, dass wir verdammt was drauf haben als Volk. Das ist ja sowieso mehr und mehr gewachsen. Aber hier geht es nicht um Völker, die da draußen leben, sondern du erkennst einfach die einzelnen Körperteile deines Körpers sind so individuell und es muss so sein. Die Lunge kann nicht machen, was das Herz macht. Die müssen alle total unterschiedlich sein und die alle zusammen bilden den Körper. So ist es richtig. So hast du Nationalismus vereint mit Liberalismus. Also du wirst eins, du machst sie alle zu einem, weil du erkennst, das ist ja ein Körper. Aber du lässt sie so stehen, wie sie sind als Individuum. Weil du sagst, die Lunge brauche ich so und die Leber brauche ich so. Die müssen ganz unterschiedlich sein. Und dann sind sie trotzdem zusammengeführt. Wenn nämlich so ein Erfindergeist in den Menschen geweckt werden kann als ganzes Volk, dann kommt es auch irgendwann in der Evolution mal zu dem Punkt, wo das überschritten wird. Wo dann auch die ganze Welt an diesem Strang ziehen will, weil es einfach geil ist. Mhm. Wenn wirklich mal alle vernetzt sind und unser Weltgehirn auf Hochtouren laufen kann. Dann kannst du nämlich auch Träume auf Hochtour erschaffen und erzeugen. Weil das Einzige, was hier wirklich wächst, ist Bewusstsein. Das ist ja das Krasse, das aufzugeben, irgendwas rauszusuchen, ist das Ende der Evolution als körperliches Wesen. Mhm. Weil das Ding ist schon vorprogrammiert. Wenn du als Programmierer ein Spiel rausbringst, dann programmierst du erstmal alles, bis es fertig ist, dann wird es gebrannt. Wieder das Feuer. Dann hast du die DVD und egal, wo du die jetzt reinschiebst, kann nur auftauchen, was da letztendlich vorbestimmt ist. Die Levels sind genau vorbestimmt. Mhm. Das Ende ist genau vorbestimmt. Nur als Spieler kannst du das halt nur so durchleben, eins nach dem anderen. Aber auf dem Weg dorthin zum Ende kannst du nichts an der Story verändern. Du merkst ja auch, wie das immer komplexer wird. Man kann nicht mehr so richtig unterscheiden, ob das jetzt real oder digital ist. Also Computertechnologie, Bilder zu bauen am Computer von Gesichtern, da kannst du fast nicht mehr erkennen, ob das ein echter Fotograf fotografiert hat oder ob das digital ist. Und das wird ja für die nachfolgenden Generationen immer schwieriger. Die wissen ja irgendwann gar nicht mehr, was sie glauben können. Und wenn die einen Film sehen, wo es um Zeitreisen geht, werden die nicht mehr wissen, ob das echt ist oder nicht. Die jetzt geboren werden ab 2018, die wachsen in einer Welt auf, wo die das nicht mehr unterscheiden können. Wenn die 10, 12 sind und das Internet anfangen, dann verschwimmen die Grenzen so krass und ab dem Punkt wachsen die mit dem Zeug auf. Wenn die 30 sind, werden die nicht mehr auseinanderhalten können, was ist eigentlich echt und was nicht. In unserer Generation hat es ja erst angefangen, dass man Computerspiele hatte und es gab ja kein Internet, es gab nicht Zugang einfach zu irgendwelchen Informationen. Das ist ja eine ganz andere Welt. Und du wirst eigentlich nur durch das geprägt, was halt in deinem direkten Umfeld stattfindet. Heute kannst du überall, sind auf dem Planeten Webcams verteilt. Du kannst dir alles angucken. Live-Shows, noch und nöcher, von irgendwelchen Wohnzimmern zu Hause. Milliarden. Und du würdest es nie wieder, kommt jemals ein Zeitpunkt, wo du das schaffen könntest, jedes Video zu gucken, das es gibt. Weil die werden auch nicht weniger, sondern immer mehr. Mit jeder Sekunde gibt es zigtausend Stunden, die ins Internet an Videos hochgeladen werden. Und dann
wird man sich Fragen stellen, ja, woher wissen wir überhaupt das mit den Handys? Wie das funktioniert? Wir haben das nie gezeigt bekommen. Außer irdische Technologie. Ja, du merkst ja jetzt schon, wie die Leute sich streiten. Ist die Erde rund oder ist die Erde flach? Ja. Ohne Internet wärst du gar nicht auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen. Und da siehst du ja jetzt schon, wie diese Streitkulturen sich entwickeln, wo die sich streiten, was ist denn jetzt überhaupt echt und was nicht. Diese ganzen Konflikte münden ja genau immer in der Frage. Mhm. Diese Entwicklung der Technologie, man wird nicht mehr wissen, was echt ist und was nicht. Hologramme, die werden, also allein durch die HoloLens ist da ein Riesensprung in der Menschheit passiert, weil du wirst in 10 Jahren wirst du so detailgetreu da sitzen, wenn ich meine Brille auf habe, meine Google Lens, die HoloLens, nee, die ist nicht von Google, glaube ich, Microsoft HoloLens. Ich werde dich auf der Couch sitzen sehen, so wie du jetzt hier sitzt. Das wirst du nicht mehr unterscheiden können. Und in noch weiterer Zukunft wird es Echtzeit sein. Es wird gar keine Verzögerungen mehr geben. Weil wir erklären uns die Verzögerung aktuell immer nur mit irgendwelchen technischen Baugeräten. Und die bleiben nie dieselben. Die werden sich irgendwann entwickeln und dann wird man glauben können, dass es jetzt in Echtzeit funktionieren könnte. Und dann wird es in Echtzeit kommen. Wenn du jetzt ein Hologramm wärst und du eigentlich in Ahrensfelde sitzen würdest, und ich würde jetzt zu dir sprechen, da kommt es ja angeblich, weil das ist Baustein in deiner Logik, kommt es ja angeblich 2 Sekunden später bei dir an. Mhm. Deswegen könnten wir jetzt nicht zum Beispiel miteinander singen. Oder synchron tanzen, weil ja wegen der Verzögerung, wenn ich jetzt singe, kommt es ja 2 Sekunden später bei dir an. 2 Stunden raumzeitliche Wellen. 2 raumzeitliche Wellen später kommt es bei dir an. Und da ist die Welle. Und dann singst du, aber bei dir kommt es, dir so kommt es vor, wie wäre es synchron, aber bei mir kommt es ja wieder 2 Sekunden später an. Und dann höre ich dich immer nach mir singen. Und dann passe ich mich dir an und dann ist es bei dir wieder verschoben und dann geht es immer so weiter. Deswegen kann man nicht singen durch die Latenz. Aber die entsteht, weil du da so fest in deiner Logik drin bist. Und das wird irgendwann aufgelöst sein und du wirst an neue Konzepte glauben und die funktionieren dann in Echtzeit. Und dann können wir auch endlich miteinander singen. Weil was weiß ich, ob du jetzt wirklich hier sitzt oder nach. Kann ich doch gar nicht überprüfen, Mann. Stell dir mal vor, das Hologramm wäre so echt, dass ich die so verprüfen könnte. Mit Haptik und alles. Ich könnte doch gar nicht mehr nach dem Unterschied. Wie kann ich denn überprüfen? Geht doch gar nicht. Ich könnte nächstens nach Abendfeld fahren. Und jetzt, zu gucken, ob er da ist, aber jetzt, 2018, findest du diesen Gedanken so absurd, dass ein Lachen kommt. In 10 Jahren wird es völlig normal sein. Ich gehe mal gucken, ob der überhaupt ein Fan ist. Ob der mir hier nicht mit einem Hologramm was vorspielt. Ja, das ist was ist. Das ist nicht ja, aber ist auch blöd. Ja, rennt ihr denn das Hologramm hinterher, oder? Ja, es ist rein theoretisch ist es möglich. Schon alleine, ich habe doch von diesen Voxel geredet. Pixel werden jetzt zu Voxel. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr zweidimensional angeordnet, sondern dreidimensional. Und irgendwann wird die ganze Welt voll mit diesen Kameras sein. Und die komplette Welt ist abgebildet im Internet. Und zwar so, dass du jeden Punkt in diesem Universum mit deinen Augen einnehmen kannst. Und dann selbst da bleiben es Augen. Augen und Ohren. Du wirst hören und sehen, was dort ist. Egal, wo du hinzoomst. Egal, in welchen Kopf du reinzoomst. Es müssen ja Kameras sein. Mhm. Wir müssen ja die Umgebung abfilmen. Und das sind dann aber Voxel. Wenn die in Echtzeit laufen, die Kameras, live, ohne Verzögerung, weil Echtzeit bis zu dem Zeitpunkt, dann hast du quasi eine digitale Welt und eine physische Welt und die sind beide gleich auf. Es ist irgendwann der Punkt erreicht, wo keine der beiden Welten echter oder unechter bestimmbar ist von dir selber, der das erlebt.
Und dann, das ist die Zeitenwende. Und mit dem Glauben, den Körper immer mehr und mehr zu verlieren, weil irgendwann, du guckst ja nicht mehr auf den Bildschirm, sondern du hast Anzüge an, Brille auf und bist ja in diesen digitalen Welten. Mhm. Das meine ich ja damit, dass du die genauso echt nachbauen können wirst, wie die hier gebaut wurde. Wenn du in diesen Welten drin bist, das merkt man ja jetzt schon mit der HoloLens, wenn du deine Beine nicht siehst, wenn du das lange machst, ist das komisch für dich, wenn die wieder da sind. Das sag ich dir. Das kennen wir aus gewissen Spielerfahrungen in unserem Leben, am Computer zum Beispiel. Mhm. Du spielst sehr lange und du merkst, es fließen deine Träume mit ein und so eine Sachen. Diese Synchronisationen, die kennt man ja so ein bisschen, wo sich die reale Welt in, oder die Computerwelt in die reale Welt einmischt, in deine Empfindungen und so. Mhm. Und das wird ja dann tatsächlich so sein, dass wenn du ohne diesen Körper ganz lange lebst, in diesen anderen Welten drin bist, dann ist das komisch für dich, wenn da ein Körper ist. Und nach einigen Generationen, vielleicht schon viel schneller bis zu dem Zeitpunkt, so wie du dir es halt denkst, jetzt. Aber je nachdem, wie lange du in so einer fremden Welt drin bist, wo du vielleicht gar keinen Körper hast, weil du kannst ja mit den Boxen überall reinzoomen, ohne einen Körper zu haben, ist doch der Traum eines jeden Science-Fiction-Lesers, einfach selbst unsichtbar zu sein und alles sehen zu dürfen, erleben zu dürfen, nur selber gar nicht da zu sein. Keiner kann dich entdecken. Und kommst du dann raus und hast einen Körper, irgendwann wird dieser Glaube sich auflösen, dass es diesen Körper überhaupt braucht, um zu leben. Es ist aber auch alles nur jetzt ein symbolischer Ablauf gewesen. Ja. Weil es keine Zukunft gibt. Das haben wir uns hier und jetzt gedacht und das war auch die einzige Möglichkeit für diese Zukunft zu existieren. Jetzt wie sie denken. Jetzt ist er weg und wenn wir sie erwähnen, ist er wieder da. Und zwar jetzt. Die ist da und weg, weil die ist jetzt da und jetzt weg. Ja. Also ist letztlich alles jetzt. Alles, was auftaucht, was jemals auftaucht, ist alles jetzt gewesen. Das ist so aussieht, als wäre es nicht so, kommt dann durch die Spaltung im Spiegel, durch diese Verästelung im Spiegelbild. Trotzdem nur ein Licht.